So, meine lieben Freunde, wir haben uns nochmal Mühe gegeben, alles hinzubekommen, deswegen jetzt auch direkt rein in die Map. Und an meiner Seite ist weiterhin der gute Kobe Bryant und ich freue mich, dass wir zusammen hier unseren Debütcast mit einem Big-Spiel machen. Big muss auf jeden Fall Mirage gewinnen, erster Kill geht an Sush und wir versuchen es jetzt nochmal, aber wir haben einen Plan B, falls es nicht klappt. Schön, dass ihr alle noch da seid und herzlich willkommen jetzt auch an meinen Koma. Ja, hallo, schön, dass ihr auch immer noch dabei seid. Ich hoffe, wir können erfolgreichere zweite Map aus Sicht des Big Clans erleben, die jetzt erstmal zumindest noch den Top-Stand bekommen werden. Thompson im Duell gegen Short versucht sich da den Frag setzen zu können. Aktuell ist er aber noch nicht zu sehen, muss jetzt ein bisschen abwarten. Thompson braucht lange, holt sich den Kill dann aber gegen Tethys und das bedeutet jetzt für Thompson die Chance und er macht einen nach dem anderen. Schön von Starvin noch rausgeholt, aber das reicht eigentlich erstmal nicht. Syrson nochmal mit einem schönen Headshot und Big sollte Runde Nummer 1 mitnehmen können. Fehlt noch Starvin als letzter und der ist jetzt auch mit dem Frag zur Stelle gegen Syrson und versucht hier einmal durchzuziehen mit dem Kit. Xantaris braucht den Spray durch die Smoke, erfolgreich mit der P250 reingehalten. Big Clan mit Runde Nummer 1 und dem erfolgreichen Start auf Mirage. Sehr, sehr sauber von Xantaris, wie er da ganz entspannt einen Schuss nach dem anderen abfeuert. Nicht irgendwie wild sprayt, sondern wirklich hofft und schaut, dass er jeden Schuss trifft. Und wir schauen natürlich auch nochmal auf unsere Quoten von GGBet. Big hat es da leider ganz schön erwischt. Nachdem sie Map 1 verloren haben, steht Big jetzt mit 3,08 da und Heroic mit 1,36. Also klarer Vorteil bei den Buchmachern auf Seiten von Heroic. Ja, auch durchaus gerechtfertigt nach so einer überzeugenden Performance auf Map Nummer 1. Wir versuchen jetzt auch anzuknüpfen mit diesem Force 2. Das funktioniert bisher nicht. Zwei Frags an den Big Clan, nur einer an Heroic, aber Refresh versucht nochmal unangenehm aus der Smoke rauszugehen. Oh, hier so eine One-Way-Potenzial auf der Bank. Allerdings Frag an Xantaris, Test es auf B, kann auch nicht liefern. Es fehlt noch Kadian, der holt sich den ersten, den zweiten Anschuss. Dann ist Syrson zur Stelle. Big Clan mit Runde Nummer 2. Ja, sehr, sehr gut. Also am Ende dann noch ein paar Leute verloren. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn es noch ein bisschen scheppert, aber kein Problem. Es war der Force von Heroic. Dagegen darf man auch mal ein paar Spieler verlieren. Jetzt steht es 2-0. Jetzt muss Heroic in die Full Eco und Big findet gerade genau diesen Start, den Heroic auf Nuke gefunden hat auf der eigenen T-Seite. Und das ist genauso wichtig. Auch Mirage ist eine Map, wo die City-Side auf jeden Fall favorisiert ist. Vielleicht nicht ganz so stark wie auf Nuke, aber auf jeden Fall auch relevant. Ja, vor allem auch nach so einem, sag ich jetzt mal, schwachen Start auf Nuke, dann ging es am Ende besser für Big, konnte man noch Runden holen. Jetzt quasi das Momentum, was man am Ende aufgebaut hat, nicht zu nehmen, hier mit dem Spiel reinzustarten. Ich glaube, das ist auch einfach feeling-technisch für den Big-Clan sehr, sehr viel wert. Und auch in dieser Runde sieht es bisher gut aus. Die Bombe ist schon gelegt, jetzt geht es das Ganze noch souverän zu beenden. Und das gelingt par excellence. Sehr, sehr schön, Xantaris mit den letzten Frags. 3-0 damit Big in Führung. Jetzt sehen wir aber die erste Fullball-Situation für Heroic und da wird es direkt mal knackig, denn da sehen wir natürlich direkt eine AWP bei Kadian und der Rest auch auf vollen Rifles. Es wird für Big also eine schwierigere Runde. Ich bin gespannt, was sie in dieser Runde jetzt spielen, also ob wir nochmal diesen Argo sehen oder ob sie sich was anderes ausdenken, weil man wird bei Big gewusst haben, dass das gerade eher gegen Pistols zu spielen ist. Scheinen in die Mitte zu gehen. Zumindest wird dort erstmal Utility investiert, allerdings keine Manpower hinterhergesetzt. Heroic geht da auch mit Utility Richtung Top-Mitte. Ja, faken da so ein bisschen mit der Molotov und der Smoke einen Top-Mitte-Push an. Allerdings schieben sie dann dort keine Spieler rein. Die spielen einen ganz normalen Default-Setup. 2A, 2B an der Mitte. Und da ist natürlich da auch dieses Default-Setup erfolgreich. Funktioniert da sehr, sehr gut. Man hat alle Räume, man hat alle Winkel, die man erstmal kontrollieren möchte. Und Big muss sich jeden Zentimeter erarbeiten, muss sich diesen Refrag oder diesen Entry-Frag irgendwie holen. Über die Mitte soll es gehen, die Bombe nach vorne. Sehr verteilt steht man noch über der Map, aber es sieht aus, als würde es hier Richtung A gehen können. Zumindest dann mit 3 Spielern über den Connector, vielleicht 2 über die Waffe. Connector findet auch Tizian, direkt den ersten Frag gegen Refresh an der Rampe versucht Xantaris über den Molotow zu luren, zu gucken. Wird ein gutes Timing gegen die AWP von Kadian in der CT erwischen, der sich jetzt allerdings nach den Schüssen zurückzieht. Big hat auch noch die Chance, hier sich nochmal umzuorientieren. Man möchte Richtung B, man möchte Richtung Apartments, die Bombe wird jetzt hier weitergegeben. Thompson droppt das Ding nochmal in Richtung Xantaris, der
die Bombe weiterträgt. Noch 30 Sekunden, jetzt muss langsam dieser Go kommen. Jetzt kann man sich keine großen Experimente mehr leisten und das Timing ist super von Syrdan. Er wird reingeflasht, er bekommt 2 Kills, Faithless fällt noch mit und damit Zush und Kadian 2 gegen 5. Das ist der Start, den Big Clan hier haben wollte und Zush und Kadian sind schon auf dem Weg zurück. Kadian, keine Chance. Tapsen, crisp, clean, Headshot hinterhergesetzt. Thurston auch noch am Start. 3 Kills für ihn. Auch ein starker Start für die AWP von Big Clan. Also alle Faktoren für Big funktionieren hier bisher auf Mirage. Ja, und im Endeffekt war das auch einfach die schwierigste Runde in dieser bisherigen Map, weil man eben gegen die vollen Waffen gespielt hat und die hat Big am saubersten gespielt. Also es war eine flawless Round, man hat keinen einzigen Spieler verloren. Geldtechnisch ist das wahnsinnig viel wert und jetzt muss Heroic überlegen, wollen wir darauf forcen? Ich glaube nicht und das ist ein Upgraded Pistol Go mit Deagles. Ja, und Big schnell in Tempos Richtung Adon. Das ist auch ein Stack von Heroic, da muss man also ein bisschen aufpassen. Gut mit Utility gegenarbeiten. 2 schnelle Frags für Heroic. 3 gegen 3 Situation. Jetzt auch noch Low. Aufpassen jetzt. Sauber zu Ende spielen. Aber das macht Tapsen und wie mit den 2 schönen Headshots. Super krass von Tapsen. Auch nochmal diesen Fokus gegen Stairs dann zurückzuholen. Tetris ist aber auch noch da. Damit rechnet man nicht. Und am Ende macht Tapsen mit 3 Kills in dieser Runde. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Stack, muss ich ehrlich sagen. Aber Big hat es ganz gut retten können. Tapsen mit 3. 9-1-1. 9er KD für Tapsen. Der ist gut warm auf jeden Fall. Ja, Syrson auch nur einmal gestorben bisher. Nicht ganz so viele Breaks machen können mit Tapsen. Aber der kann jetzt in der nächsten Runde noch nachlegen. Es geht dann wieder gegen den Bay von Heroic. Und das ist die zweite richtige Runde für Big. Wenn die die jetzt auch noch holen können, dann ist hier ein Grundstein. Aber auch mal ein ordentlicher Grundstein. Ja, wieder das Geld komplett auf Null. Heroic muss wieder runterkaufen. Kadian bekommt aber seine Lieblings-AWP. Also die ist immer wieder drin. Auch wenn er hier ohne Rüstung, ohne Helm spielen muss. Das ist gegen die AKs nicht das große Ding. Da kann man auf jeden Fall drauf verzichten. Und Tizian mit Tempo nach vorne möchte dieses Mal an seiner Stelle gegen Banger den Entry setzen. Wird gerebankt und Tapsen fällt. Ja, Zush hat sich dort den Frag geholt, Vorteil also für Heroic, der besteht allerdings nicht lange, weil Syrson zurückschießt und Kito umso besser aus dem Connector noch Stavin rausholt. Alle 3 Spieler von Heroic verbleiben auf dem B-Spot. Die Bombe, die ist allerdings A und damit die Runde eigentlich fast schon beendet. Tizian hier, wenn der sogar nochmal Frags holen kann, dann ist es endgültig vorbei für Heroic. Ja, und Tizian holt den Frag gegen Refresh, dann Kadian zwar mit dem Ausgleich, aber die Bombe ist auf A und man kann ganz entspannt legen. Heroic wurde verkauft, steht zu zweit auf dem B-Spot und das ist so ein Retake, den man im Normalfall nicht mehr angeht. Aber da kommt von Kito so ein kleiner Gratis-Frag jetzt durch. Den Push hätte ich nicht mehr gemacht an seiner Stelle. Ja, oder zumindest 10 Sekunden später, dass man Heroic eben nicht mehr die Möglichkeit gibt, hier rüber zu gehen. Und genau das machen sie auch. Die haben beide Kits. Sie haben noch sehr viel Zeit auf der Bombe. Die ist erst zur Hälfte runtergetickt. 20 Sekunden bleiben noch. Und Xantaris versucht auch Richtung Mitte zu umlaufen. Das scheint Kadian schon so ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Wildcard auch noch Syrson im Pedis. Ja, Syrson ist gesehen, wird rausgenommen von Kadian. Der Defuse geht auf jeden Fall durch, wenn Xantaris da nicht sprayt. Er weiß, wo die Bombe liegt. Der Typ sieht was? Xantaris! Das war eine halbe Sekunde und er holt den Killer. Oh. Um Gottes Willen, Big lässt hier fast noch eine Mega-Runde liegen. Und ich dachte schon, die Runde ist durch. Ich auch, ich dachte, sie ist weg. Und dann guckst du, da ist er noch irgendwie her und holt sich einfach nochmal den Bang. Auch so stark, wie er absetzt, sich denkt, nö. Die AWP, die da außerhalb der Smoke ist, die interessiert mich jetzt kein bisschen. Ich will den User rausholen und genau den holt er genau rechtzeitig. Und die Runde 6 geht hier an den Wickler. Ganz, ganz, ganz starke Runde von Xantaris am Ende, der diese Situation rettet. Und da muss ich sagen, das hier, dieser Push von Kito, war völlig unnötig und viel zu früh. Oh, Gott sei Dank holt er das Ding, ey. Das wäre so ärgerlich geworden für Big, wenn man die Runde noch verloren hätte. Weil Heroic war schon auf dem Safe. Die wollten schon einfach auf B bleiben und sagen, komm, nimm die Waffe mit. Kito peakt sehr schnell und dadurch ist es ein 2-on-2 mit 2 Kits. So schnell kann es gehen. Ja, so schnell kann es gehen, aber so schnell hat eben Big auch die nächste Runde geholt. Kadian, die hat viel gesaved. Er muss jetzt also vorne weggehen für sein Team, wird hier Richtung B geboostet. Syrson mit dem ersten Kadian verschießt und Big möchte jetzt da gleich hinterher drücken. Weiter vorgehen, Xantaris. Boah. 180 Grad und nochmal 180 Grad, okay. Holt dann einfach die beiden Frags hier raus. Keine Chance für Heroic.
Wahnsinn, schönes Aim von Xantares, gute Runde. Kadian lässt aber auch ein bisschen was liegen. Er hatte diese magische AWP aus der letzten saven können und verschießt leider zweimal. Der zweite Schuss, den haben wir jetzt nicht aus seiner Sicht gesehen, der war, glaube ich, sehr schwer, weil Xantares direkt vor seinem Gesicht droppt. Aber den ersten in Apps, den machten Kadian normalerweise. Und das sind dann so Runden, die wehtun. 7:0 für Big. Sie arbeiten sich in Richtung Schnackelfax, in Richtung 8:0. Perfekten Halbzeitstart. Ja, und Heroic bisher noch nicht da. Bisher überhaupt nicht angekommen auf Mirage. Also ganz anderes Bild. Oh, Xantares springt da, glaube ich, sogar auf den Kopf drauf, von Kadian. Ja. Sonst hätte er es gar nicht gerafft. Und das glaubt. Er hätte Kadian nicht gesehen. Er hätte ihn gar nicht gesehen, aber er rafft. Hey, irgendwie bin ich da jetzt sehr schnell auf dem Boden aufgekommen und dreht sich nochmal instinktiv um. Ach, sehr stark von Xantares. Sehr, sehr schön. Starke Runde von Big Clan, die jetzt auch hier wieder anknüpfen wollen. Nächster Ball von Heroic steht an. Achte Runde vielleicht für Big. Schicken erstmal den ersten Spieler Mitte hoch hinter die Box. Der Rest fokussiert vor B. Da könnte sie ein gutes Fakt erwischen. Refresh ist da Mitte sehr aggressiv unterwegs, aber auch mit dem ersten Frag. Ah, findet also einen schnellen Entry. Die Nate ist auch nicht schlecht. Xantares auf 60. Kito und Tizian bekommen leicht was ab, ist aber nicht so schlimm. Und da läuft Xantares sehr, sehr confident nach draußen. Ohne Support-Flash scheinbar. Trotzdem ist es noch ein 3 gegen 4. Die Unterzahl bleibt. Thesis mit einem super Timing und bekommt noch einen freien Shot. Ja, die One-Way-Smoke da, wo er drüber gucken kann, auch eh knapp zu spielen. Aber Syrson, 180 Grad gedreht, Anschuss gegen den einen Spieler. Kito holt den anderen raus. Nate, nicht ganz so, sonst hätte sie noch den Frag holen können. Die Bombe, die geht mit Kito allerdings gerade Richtung A. Und Syrson hat hier genügend Power, um hier weiterhin alle drei Cetes auf dem B-Spot zu halten. Ja, zumindest der Bombplant ist schon mal wichtig. Der Frag aber zu schnell und zu einfach, da hat Syrson nicht hingeschaut. Jetzt darf Kito sich wieder ein bisschen recovern, nachdem er in der letzten Runde fast für den Loss verantwortlich war, darf er jetzt ganz alleine für den Win verantwortlich sein, wenn er dieses 1 gegen 3 am Ende holt. Thesis mit 15 HP und 200 HP Spieler. Kito Nummer 1 hat er und er bleibt defensiv. Na, läuft hier nochmal, neue Position. Bombe ist für ihn gelegt. Versucht, glaube ich, den Drop aus dem Fenster zu brechen. Jetzt geht er raus. Den Close-Range-Spieler kann er nicht rausholen. Stubborn einfach zu stark. Und Heroic ist das erste Mal da. 7:1. Brasil für Big Clan. Bombe war nicht für Jungle gelegt. Der Fake war zwar theoretisch eine gute Idee von Kito, aber dafür die Bombe einfach an der falschen Ecke. Er hat sie ja selber gelegt. Er wusste, wo die Bombe platziert ist. Und dann musste er über Connector kommen. Das war ihm, das war David auch klar. Also er bleibt da auch einfach komplett im Winkel. Nicht viel möglich für Kito. Die Runde kann man nicht holen. Da kann man nur sehr schwer holen. Dementsprechend kein Problem für Big. 1-7. Man ist gut reingekommen und man hat noch mörderisch viel Geld. Ja, das ist definitiv der Vorteil, den man sich jetzt hier erarbeitet hat. Dadurch, dass man 7 Runden in Folge geholt hat. Kadian Mitte, die war bisher sehr unangenehm, sehr aggressiv, weit oben unterwegs. Und dort findet Kadian auch diesmal den Opening Kill Richtung Syrson. Vorteil also für Heroic. Ja, das ist so ein bisschen das, was Big öfters mal Probleme bereitet, was sie auch im Interview mal gesagt haben. So, wenn sie gegen extrem strukturierte Teams spielen, die ganz präzise ihre Standard-Defaults halten, ihr Crossfire und so weiter, damit kommen sie gut klar. Sie haben die Entry-Flashes, sie haben die Granaten dafür. Ja. Aber wenn Teams anfangen, ungewöhnliche Pushes zu spielen oder ungewöhnlich aggressiv zu spielen, dann kommt Big oftmals an so Runden ran, wo man sich denkt so, ja, da werden sie innerhalb von 20 Sekunden fast schon aus der Runde geschossen. Und das ist so ein Ding, da macht Heroic gerade einiges richtig. Ja, ich glaube, Heroic da auch prädestiniert für so zu spielen, zumindest im aktuellen Zustand mit den zwei neuen Spielern. Kann da noch nicht viel Struktur, kann da noch nicht viel dahinter liegen. So findet jetzt zumindest mal den ersten. Jeder Frag viel Geld wert, den zweiten das zu. Zumindest nochmal zwei Frags für Big die Runde. Nichtsdestotrotz geht an Heroic. Ja, 2-7. Man muss auch ehrlich sein, diese Halbzeit ist noch sehr, sehr offen. Also ein 7-0, das sieht immer super krass aus und das ist auch super krass, aber es ist noch lange nicht der Sieg und das ist auch noch nicht mal die Halbzeit. Heroic kann im schlechtesten Fall noch ein 8-7 rausholen. Von daher braucht Big weiter Power, muss schauen, dass sie ihr Geld jetzt zusammenhalten, nicht gebrochen werden im besten Falle gegen Heroic. Die Runde hier ist sehr, sehr wichtig. Energy rein in den Chat. Die Runde Big ist relativ weit runtergekauft. Also du hast es schon angesprochen, wenn sie die verlieren sollten, müssten sie wahrscheinlich in eine Eco hinein. Das gilt es natürlich zu verhindern. Heroic hat auch weiterhin selbst nicht viel Geld. Also man sind jetzt beide Teams so ein bisschen am Kipppunkt. Oh, Kito versucht da die Smoke zu lobern, aber Shush ist ja mal 100% ready dafür. Jetzt kommt sehr viel auf Timing drauf an, wenn Kito hier richtig rausgeht. Shush aimt das eigentlich ab. Kito hat vielleicht den Vorteil, nein. Track geht an Shush.
Krass. Ich dachte immer, dass der in der Smoke den Vorteil hat, aber da hat ihn ja Kito scheinbar nicht gesehen. Da warst du zu gut vorbereitet, aber Syerson, Insta-Refrag aus der Ramp. Geht jetzt hier weiter vor. Nein, wartet erstmal, man versucht sich jetzt langsam raus zu protecten. Tor findet den nächsten Frag nicht ganz, aber dafür Tizian erfolgreich. Das ist weiterhin 1 für 1, auch wenn es kein direktes Refraggen ist. Irgendwo auf der Map fällt schon so ein Kill, damit man einigermaßen even bleibt. Und Sush ist immer noch ein wichtiger Spieler, der halt hier hinter der Triple steht und einfach wartet. Er wartet auf Kontakt, er wartet auch auf seine Mates, die ihm da vielleicht nochmal helfen können. Während man die Zange um ihn herum langsam zumacht. Und Sush gleich im Duell gegen Santaris wahrscheinlich. Ja, Big ist hier sehr geduldig, Heroic allerdings auch. Die wissen, sie haben einen Flank mit Stubborn, der gerade den T-Spawn mehr oder weniger erreicht. Big muss also auf den A-Spawn gehen. Es kommt sehr viel auf Timing. Boah, Xantaris bekommt den Dink mit, aber nicht den Frag. Der geht an Xantaris. 2 Low-HP-Spieler für Big, aber der A-Spawn ist erstmal frei. Jetzt gilt es, die Bombe zu legen. Das ist auch schon gemacht. Und dann in den 2 gegen 3, beziehungsweise mit einem Mann Vorteil in den A-Spawn. So ein wichtiger Kill von Tizian, dass er da den Spieler aus dem Palace rausnimmt. Jetzt ist es nur noch Kadian und der wird, denke ich mal, nicht mehr dafür gehen. Er hat mit der AWP eine zu wichtige Waffe, das Geld von Heroic auch nicht im Überfluss da. Sie werden nochmal kaufen können mit dem, was jetzt aktuell möglich ist. Trotzdem holt Big ziemlich, ziemlich sicher Runde Nummer 8. Das ist das 8:2. Das ist jetzt zumindest schon mal der vorzeitige Halbzeitsieg, mit dem man auf der T-Seite von Mirage schon sehr, sehr gut leben kann. Ja, definitiv. Und da kann, glaube ich, noch einiges mehr kommen, weil Big jetzt diese entscheidende Runde gewonnen hat. Heroic hat noch relativ hohen Lost-Bonus aufgebaut. Also da kommt einiges an Geld auf ihre Konten. Da wird interessant sein zu sehen, ob man nochmal mit, ja, da wird es wahrscheinlich dann einige Farmers geben oder sowas in die Richtung, ob man mit denen kaufen möchte oder dann doch lieber spart. Aber Big hat sich jetzt auf jeden Fall wieder in die Leader-Position gebracht. Sehr gut, das ist sehr wichtig. Man hat Map Nummer 1 verloren, das waren Nuke-Pferde, die nicht dabei waren. Am Anfang sehr stark, hat's geknallt in Halbzeit Nummer 1, 13-2 Heroic. Big ist dann nochmal auf ein 16-12 oder 16-11, irgendwie sowas rangekommen, hat aber nicht gereicht. Jetzt muss man Mirage auf jeden Fall gewinnen. Letzte Map wäre Vertigo. Ja, Vertigo, wir haben es auf Map 1 schon angesprochen, auch ein guter Pick für Big. Du hast es gesagt, 100% Winrate in 7 Spielen, auch nicht nur gegen Luschen-Teams, sondern auch gegen gute Teams. Da ist einiges drin und jetzt mit der Form, die man bisher auf Mirage zeigt, denke ich, kann man da einiges an Hoffnung haben. Es geht weiter rein, nächster Buyround von Heroic steht an, Big versucht hier die Mitte anzuspielen. Ja, Starvin hat noch keinen gesehen im Underpass, er geht aber davon aus, dass da jemand ist. Natürlich die perfekte Connector-Flash, beide blind, er kriegt den Gegenflash von Thesis. 1:1 straight, Refresh Richtung Mitte aus Short heraus. Und da sehen wir halt diese perfekte Utility-Usage von Big. Wunderschöne Flash. Ja, was für eine Flash von Big. Es gibt ihnen hier die Möglichkeit, hier mit einem 1 gegen 1 straight rauszukommen. Und das, obwohl Heroic 4, fast 5 Spieler hier um die Mitte aufgestellt hat und auch weiterhin einen großen Fokus darauf legt. Big schiebt jetzt nochmal rum, 3 Spieler über, beziehungsweise 2 über die Rampe, 1 über den Palace, 1 über Mitte und dann wird es Richtung A gehen. Thesis steht halt sehr gut. Ist oben auf den Kisten geboostet für Short. Er hat einen sehr, sehr starken Winkel dadurch. Kadian kann auch nochmal Richtung Rampe aufhalten. Da sehen wir Thesis, wie er den Frag macht. Starvin im Underwood. Auch das muss erstmal gecheckt werden. 1:1 straight noch in Ordnung. 2-on-2-Situation jetzt für Big. Eine gute Nate von Kito sitzt genau auf Thesis. Ging ihn da runter auf 34 HP und Kito ist auch schon auf dem Wege, die zählt. Er hat Blut gerochen. 2 Frags schon auf seinem Konto. Oh, da kommt die perfekte Flash dazu. Die nächste gute Flash in dieser Runde, die den Vorteil wieder entscheidend auf Seiten von Big Clan bringt. Und dann ist es Syerson, der das beendet. 9. Runde für Big. Da sehen wir es. Dieses strategisch perfekte, eiskalte Utility-Play von Big funktioniert einfach super gut. Da sind sie halt eines der besten Teams der Welt, was das angeht. Und können in solchen Situationen alles rausholen, alles richtig spielen. 9:2 für Big hier, die Support-Flash. Kito hat einen super einfachen Frag, den er mitnehmen kann. Und da ist Tapsen auch zu Recht hyped und glücklich. Ja, 2 krasse Flashes, die Big hier quasi die Runde gewinnen. Heroic ist in einem Half-Buy angekommen. Investiert hier ein paar MC9s, aber die erste ist auch schon down. Tessa schießt allerdings mit der Liebe nochmal zu viel.
Ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Runde. Man hat einen Tempowechsel gespielt bei Big und zwar genau in so einen MP9-Stack hinein. Das kann oftmals zum Problem werden, wenn man eben mit schnellem Tempo auf einen Spot kommt, der gut verteidigt wird. Aber Xantares mit zwei, Keto mit einem und Stubborn fällt am Ende gegen Tapsen. Wichtig von Big, diese Runde noch zu holen. 10-2 und das sind die Double Digits. Da, was für eine Leistung. Big wirkt jetzt sehr souverän, kann auch mit Tempo spielen, kann auch langsame Runden gewinnen. Jetzt einfach einmal auf A draufgefahren. Es geht jetzt gegen den nächsten bei Heroic. Ist in der gleichen Situation, in der Big Clan auf der ersten Map war. Eine riesige Übermacht gegen sich auch. Eine extrem schlechte CT-Seite, muss man einfach sagen, wie sie bisher spielen. Brauchen jetzt jede weitere Runde. Ja, und selbst dann ist ein 10-5 auf CT nicht unbedingt ein Erfolg. Und jetzt auch hier Kayle, den nächsten, der nicht trifft. Auch so ein Shot, den man treffen kann. Ich sage nicht, dass ich ihn treffen würde, aber für Kadian ist das einer, den er im Normalfall macht. Und Starvin jetzt nochmal gegen Underpass. Auch das Duell ist wichtig. Ja, und Lucian kommt da nochmal weg. Viel Schaden gegen Testes. Ich bin mir nicht sicher, ob Syrson ihn hier gesehen hat oder ob da nur die Nate genau vor seinen Füßen gelandet ist. Oder ob das vielleicht sogar ein Anschluss gewesen war. Syrson bleibt hier auf jeden Fall so ready, dass Testes hier keine Chance haben würde. Das ist sogar nochmal der Headshot von Syrson. Vorteil für Big, also weiter ausgebaut. Ja, machen das super. Starvin spielt es zwar auch sehr intelligent, in der Smoke zu warten, mit dem Jump nochmal zu faken. Trotzdem Tapsen zu krass. Und Refresh, 1 gegen 4, sollte im Normalfall nicht möglich sein. Er hat jetzt eine AK, er wird es wahrscheinlich probieren, wenn er noch einen Frag bekommt. Ich weiß es nicht, eine AK ist viel wert auf der CD-Seite. Ja, Tizian kam da schon sehr wild um die Ecke gebunnyhoppt in den Underpass mit dem Knife in der Hand. Verliert auch sein Duell gegen Refresh, der stark aufgespielt hat auf Nuke, da aber bisher nicht ankreuzen konnte. Er ist sein dritter Frag. Ja, zwei Frags in dieser Runde, vor dieser Runde, also nur einen einzigen Kill gemacht bisher auf Mirage. AWP jetzt in seinen Händen, die gilt es natürlich noch rauszunehmen. Die könnte viel wert sein, Xantares gespottet, nur einen Hit gesetzt. Wird auf jeden Fall schwierig jetzt für Refresh diesen Save durchzubekommen. Niemals, von zwei Seiten wird angegriffen. Also wenn spätestens von hinten dann Syrson kommt, ist der Frag durch. Das kann Refresh auch nicht auf dem Schirm haben. Dementsprechend das 11-2 jetzt für Big. Noch ein Timeout von Heroic, der zweite mittlerweile in dieser Halbzeit. Ja, und da brauchst du mehr als nur eine taktische Ansprache. Hier brauchst du ein ganz anderes Heroic, eine ganz andere Mentalität. Sie fühlen sich nicht wohl auf Mirage und werden ganz schön in ihre Schranken gewiesen. Und ich hoffe, dass Heroic nicht wie Big auf Nuke so ein Comeback startet, weil das kann dann Heroic nochmal in ein Momentum bringen, was durchaus gefährlich sein kann. Ja, absolut. Das gilt es natürlich zu verhindern für Big, möglichst schnell diese zweite Map hier durchzudrücken. Aber bisher sieht es ja auch relativ gut aus. Die bräuchten jetzt ein bisschen Motivation, glaube ich, Heroic. So ein Tapsen, der auch jetzt in der Situation immer noch, ich finde das so schön zu sehen, in der Webcam gestikuliert, mega im Spiel drin ist, mega viel Hype reinbringt. Das macht einfach Bock zu sehen und ich glaube, das ist so viel wert, weil das so viel Stimmung auch in das Team reinbringt. Ja, es ist einfach wirklich ein, glaube ich, sehr, sehr emotionales Team der Big Clan. Die sind alle so drin, die haben alle auf jeden Fall mega die Emotionen in ihren Games. Sehen wir auch oft in den Camps, wenn es nicht läuft, da ist man auch einfach hart frustriert und feiert sich auch, wenn es dann mal läuft, wenn man so richtig gut am Start ist. Und trotzdem ist man perfektionistisch. Es steht 11-2 und ich denke, Tapsen wird aus jeder Runde noch was rausholen. Wird trotzdem sagen, hey, das dürfen wir nicht machen, dafür können wir was adaptieren. Irgendwie besser werden aus allem, was irgendwie auch geht. Jetzt geht's gegen diese Deagle-Eco in die Mitte hinein. Ersten Kill dort gefunden über den Connector auf A. Die ist wieder schön weggeflasht, schön weggesmoked. Jetzt ist Kadian aber links nochmal da. Einen Frag, Stubborn, da muss man aufpassen. Erwischt zwei Spieler von hinten, allerdings nicht den Kill. Schusch kommt da auch nochmal aus der Rampe rausgepiekt. Das könnte nochmal gefährlich werden. 3-gegen-3 Situation und Syrson ist auf Low. Hat einen fiesen Hit abbekommen. 10 HP wird jetzt gefragt von Starvin. Der Bombplant hat leider viel zu lange gedauert. Nächster Frag wahrscheinlich für Schusch. Oh Gott, Keto gewinnt 2-on-2, aber das ist möglich für Heroic. Aber absolut, vor allem auch mit der gepickten AWP für Starvin. Jetzt hier die Waffe ausnutzen kann. Tessa ist auch auf einer AK und Keto ist auch noch Low.
Molo gegen Ninja ist stark. Kito muss jetzt auf die Box springen, muss da defensiv bleiben. Tezzes hat, glaube ich, sogar gehört. Prefire hat ihn jetzt. Erster Shot von Yazaris. Der Aimshot himself, aber es reicht nicht gegen Tezzes. Dritte Runde Heroic. Aber mein Gott, sowas passiert. Es ist ärgerlich, wenn es gegen Pistols passiert. Es ist wieder so eine Runde, wo man sagen muss, wäre unnötig gewesen. Aber so ist es halt. So ist Counter-Strike 11:3. Da muss man nicht meckern. Ja, ich denke, der Vorsprung gut genug. Es ist dann so oft, wenn es nicht funktioniert. Wir haben das auch auf Nuke gesehen. Die zwei CT-Runden oder zwei von den CT-Runden, die Big Lord gewonnen hat, waren beide Male Ecos, wo man vielleicht unkonventionell spielt, aggressiv spielt, den Gegner so ein bisschen überrascht. Und das bringt dann oft in so einer Situation, wo es gar nicht läuft, die Wende. So auch für Heroic. Aber es bleibt eben nur noch eine weitere Runde auf der CT-Seite zu spielen. Ja, die letzte Chance, diese Schadensbegrenzung zu betreiben, irgendwie nochmal auf ein 11-4 zu kommen. 11-4 ist immer so ein unangenehmes Ergebnis, weil es ganz, ganz, also es sieht sehr deutlich aus, man ist sehr confident, aber mit einer verlorenen Pistole und Folgerunden wird das schnell zu einem 11-7 und da ist dann nicht mehr so viel Vorsprung. Schauen wir mal, Staven gegen Apartments B. Man spielt sehr viel häufiger A an bei Big. Ja, dort auch wieder die Bombe. B ein bisschen Utility geworfen, um den Spieler dort zu finden. Es soll hier wieder in Richtung A gehen. Tabs im Connector hat erst einmal drei Spieler von Heroic aufgebaut im Connector-Bereich. Also zwei im Connector, einen auf kurz und da bekommt man auch den Shutdown. Big kommt nichtsdestotrotz auf den A-Spot und kann hier die Bombe legen. Ja, der Bombplant finanziell gesehen jetzt nicht mehr so relevant, ist die letzte Runde, darum geht's nicht mehr. Es geht für Big jetzt eins und allein um den Sieg im 3 gegen 4 mit zwei sehr, sehr lowen Spielern. Santaris fällt, Syrson noch bei 25 AP, auch der hat ein Problem, kriegt den ersten, wird dann gerefragt, Tizian, 1-on-3. Ja, und wenn jemand, dann Tizian, der Supportspieler und auch einer der besten Clutch-Spieler an Seiten von Big, jemand, der das definitiv noch holen kann, jetzt gegen geht, den ersten holt, aber dann sofort gerefragt wird von Stubborn, der eine gute Position hat, Heroic also nochmal mit einer Runde zum Abschluss. Trotzdem muss man stolz sein auf das, was Big leistet, hier gerade einfach wirklich ein starkes Team, ein gutes Teamplay, was wir sehen. Und das ist ein 11:4 für den Big-Clan. 7 Runden Vorsprung in Halbzeit Nummer 1. Wir machen eine ganz kurze Pause, sehen uns in 3 bis 4 Minuten wieder und dann geht's für den Big Clan auf die City Side und vielleicht in Richtung Vertigo, in Richtung Decider. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich hab Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Bis gleich.
So, Freunde, ich hoffe, ihr habt ein bisschen feiern können. Reicht auch wieder. Ganz kurz. Wir machen eine ganz kurze Party draus. Ich muss mich auch wieder muten, damit Corby mich hört. Und damit herzlich willkommen in Halbzeit Nummer 2 auf Mirage. Es steht 11:4 für Big und die haben auf jeden Fall Bock. Und wie, eine richtig starke erste Hälfte. Und Xantares legt aber auch mal wieder los wie die Feuerwehr. Instant Headshot gegen Stubborn. Heroic allerdings auch nicht von schlechten Eltern. Shush kann da zurücktraden. Es scheint wohl Richtung A zu gehen, wobei sich die Bombe von Heroic hier nochmal zurückzuziehen scheint. Ja, Xantares wartet weiter, hofft noch darauf, dass man da aus Palace rauskommt. Xantares mit dem Headshot gegen Thesis, der war wichtig, das 4 gegen 3, dementsprechend für Big jetzt ordentlich. Man kann damit die Runde erstmal kontrollieren. Kaydian trifft aber nochmal gegen Syrson. 3 on 3, alles ist offen. Fico ist da, einen Xantares auch, der dritte für ihn in dieser Runde. Kit auch vorhanden, auf Tapsen sollte die Bombe doch noch down gehen. Das muss Shush jetzt hier erstmal schaffen. Der Baseball allerdings relativ frei, Bombflat also garantiert. C250 und Kit, One-Shot-Headshot-Potenzial, also auf jeden Fall da für den Dänen. Ja, Shush, 1-on-3, das könnte nochmal ein großes Problem werden für ihn, denn der Big Clan ist auf dem Weg, da wird gejagt, Shush Nummer 1, aber Keto mit dem Refrag und da ist Runde Nummer 12 auf Seiten von Big, ganz, ganz, ganz wichtige Pistolrunde für den Big Clan und ganz wichtige Quoten für euch, denn die sehen folgendermaßen aus. Okay, sehr seltsam. Big immer noch auf 3,08 für Sieg der Map und 1,38 für Heroic. Okay, da würde ich einen 5er auf Big setzen. Das sieht gerade deutlich besser aus. Mehr als einen 5er auf Big setzen. Alter, WTF, Alter. Geisteskranke Quoten. LOL. Also, ich würde sagen, Big hat gute Chancen. I would assume. Also, 8 Runden vorne, kann man mal sagen, das sind gute Chancen. Roik, Force Buy ist da. Bombplan haben sie zumindest bekommen. Entsprechend 3 AKs sogar. Tessis und Kaydian an der Deagle und nur an der Scout. Aber Big schon unangenehm close in der Rampe drin. Heroic wird also nicht die Long-Range-Fights, die Long-Range-Duelle bekommen, die sie sich mit den AKs vielleicht erhofft hatten. Ja, Xantares hat Bock. Und hier sehen wir mal wieder das altbewährte Problem, was ich persönlich noch völlig, völlig falsch gebalanced finde. Dass man jetzt mit 3 AKs in eine Runde startet, die man verloren hat. Also Heroic sagt sich, okay, Pistolrunde haben wir verloren. Ist eigentlich ganz gut, jetzt haben wir bessere Waffen. Das ist absurd. Ja, also das neue Geldsystem, glaube ich, hat CSGO sehr viel Gutes getan. Ja, absolut. Aber auch dieser eine Punkt, glaube ich, einer der ganz großen Schwächen, die es da noch zu fixen gäbe. Da gäbe es sicherlich auch Stellschrauben, an denen man da ganz leicht und ohne größere Probleme drehen könnte. Stuffen hier mit einer starken Runde. 3 Frags hat er schon auf dem eigenen Konto. Die Bombe gilt es noch zu legen. Es leben allerdings auch noch Xantares und Tizian. So, die Quoten stimmen scheinbar nicht laut dem Feedback aus dem Chat. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen. Also da dann, sorry, ich kann das hier nur einblenden, aber keine hundertprozentige Garantie. Schaut einfach bei GGBet auf der Seite vorbei und dann seht ihr die aktuellen Live-Quoten. Tizian sieht einfach die aktuellen Live-Games. Starvin, oh Gott, was hat der für ein Timing? Oh, der gewinnt das Duell. Ist das bitter? Starvin, damit auf dem Weg zum Ace. 4. Frag für ihn in dieser Runde. Boah, Flashbang landet auch noch par excellence in dem Gesicht von Xantares, der es damit erstmal weiß. Auch Low HP, das heißt, die Scout von Kaydian würde hier ausreichen, um Xantares zu tracken. Der hat allerdings den Vorteil im Peak. Close Range dran. Right Eye, das bringt den schnellen Headshot. Allerdings, ja, Jump trifft er nicht. Runde ist vorbei. Zeit ist nicht mehr da. Heroic schlägt zurück. Eieieiei. Super, super enge Runde. Starvin zu krass mit 4 Kills. Holt die Runde hier völlig alleine. Und man muss auch sagen, Starvin ist so ein bisschen der Spieler, der für Heroic überhaupt diese Map am Leben erhalten hat. Er war über die gesamte Map bisher der Outstanding Player. Und dass der Kill nicht an Tizian geht, ist eigentlich auch eine Frechheit. Also das ist dreist.
Wurde da definitiv seine Skills beraubt. Ich glaube, das kann man nicht anders formulieren. Er wird abgeklatscht. Er wird sogar aufgestanden. Ja, auf jeden Fall einen anstrengenden Sitzplatz. Muss da ganz alleine sitzen und immer, wenn irgendwas passiert, muss er aufstehen. Das würde mich ein bisschen aus dem Spielflow bringen, muss ich ehrlich sagen. Ja, macht man gleich noch Cardio-Training mit dazu. Ich glaube, da gehst du einiges an Schritte über das gesamte Spiel hinweg verteilt. Big jetzt mit einem Force Spike, tappst in Richtung Underpass, verschießt. Man hat allerdings noch zwei Spieler in der Mitte. Boah, ist das wichtig. Xantares macht zwei Kills mit der gesaveten M4. Das ist die einzige relevante Waffe als Rifle, die man hier hat. Kito jetzt noch aus Palace raus, rechnet noch mit einem Spieler und das ist gar nicht so verkehrt. Starvin ist es auf Connector, Kito, schade, aber von hinten kommt Xantares und der macht den Refrag. Bereitet man bisher die Frags einfach für Xantares zu und der lässt sie sich alle bisher nicht entgehen. Also auch eine starke Runde von ihm, reagiert auf den 4K von Starvin. Weiterhin der Vorteil für Big, 3 gegen 2. Starvin auch auf dem A-Spot eingesperrt, sein Mate kommt gerade über den T-Spawn. Schusch mit der AWP und der Bombe dazu. Starvin, ich glaube, gesehen worden von Xantares, low geschossen. 50 AP und jetzt damit bekannt, wo es hier für Heroic hingehen soll. Als er sich umgedreht hat Richtung CT, da hat Xantares den Zipfel gesehen von der AK. Konnte dementsprechend den Bang setzen, aber da ist natürlich die Box schon relativ dick. Da geht der Bang nicht so gut rein. Xantares noch 52 AP, immer noch am Start. Die Zeit ist aber noch okay. Heroic hat 30 Sekunden, das reicht locker. Aber Tizia mit dem Frag und jetzt Summon. Und jetzt Summon und der fällt Xantares mit 4 Kills. Was für eine Runde hier von Xantares. 25, die er jetzt insgesamt auf dem Konto hat. Immer noch 25-10. Das ist so eine absurde Stat. 2,5er KD. Das kann sogar ich mit meinem Physikstudium im Kopf noch rechnen. Nice. Ah, das ist die 14. Runde für Big Clan, die jetzt, glaube ich, wirklich den Weg geebnet haben, um hier Richtung Sieg und Richtung die Sidermap zu gehen. Du studierst wirklich Physik? Ja, ja. Ich dachte, es war irgendwie ein Joke oder so. Du studierst wirklich Physik? Ist das geisteskrank, Alter. Gott, oh Gott. Seit fast 6 Jahren inzwischen. Ach du grüne Neune. Tizian, die Runde schauen wir uns da an. Dann muss ich da nochmal drauf eingehen. Also wirklich, Physik. Das ist so ein schweres Fach gewesen in der Schule, Mann. Ich bin da fast verzweifelt. Xantares und Tubbs mit den Kills. Kadian im 1 gegen 3 jetzt mit der Deagle. Nee, Kadian, komm, hör auf. Bitte mach nicht diesen jetzt. Jawohl. Ja, 14-5. Danke. Wo ist denn die Ratsche eigentlich? Ich hab die lange nicht mehr gedreht. So. Okay. 20 Sekunden hast du Zeit, mir zu erklären, warum du Physik studierst. Was begeistert dich an diesem Fach so? Was willst du damit machen später? Das ist genau die falsche Frage, das weiß ich nicht. Okay, du erforscht einfach irgendwas. Also, man studiert Physik, glaube ich, nicht, weil man danach was damit machen möchte, sondern weil man es einfach interessant findet. Okay. Weil man mehr über die Welt lernen möchte, mehr darüber lernen möchte, wie was funktioniert. Ich glaube, das ist klar der Hauptgrund. Oh Gott, du studierst Physik und hast letztens meine versuchte Notlösungserklärung, warum der Himmel blau ist, noch mitbekommen, um Himmels Willen. Die war gar nicht, also dafür, dass du einfach nur geraten hast, war die gar nicht so weit an dem vorbei, was tatsächlich der Fall ist. Geil, ja, Big ist auch gar nicht so weit an dem vorbei, was wir uns wünschen, und zwar der 16. Runde. Jetzt erstmal der 15., aber dann ist auch nur noch ein Katzensprung. Tesa ist 1 gegen 4. Er plant nochmal die Bombe, das ist gar nicht schlecht, das muss man highlighten. Ist für eine Full-Eco echt ein super Erfolg, wenn man die Bombe legt. Aber Big hat 15 Runden, die müssten jetzt 10 Stück in Folge verdaddeln. Never ever, Freunde. Never ever. Das muss jetzt drin sein hier. Ja, ich glaube, das wird sich Heroic hier nicht mehr in die eigenen Hände schnappen können. Der Rückstand fast noch größer als der von Big auf Nuke. Die haben sie ja dann zumindest nochmal auf die 12 Runden hochgeschafft. Heroic jetzt gerade nur auf 5. Also eine starke Leistung, vor allem Xantares, der hier bei 28 Frags nach nur 20 gespielten Runden steht. 2 in dieser Runde und dann ist die 30er Bombe da. Also das wäre nochmal ein Statement, vor allem auch Richtung Vertigo. Also, komm, jetzt Xantares noch die 30er-Bombe und die Runde. Syrson, oh, den trifft er. Es ist eine Frechheit, dass er den nicht killt. Das war so ein schöner Flick. These ist auf wenig AP. Xantares macht Nummer 29 mit der Nate. Der hat Bock auf die 30. Der hat den nur absichtlich vorbeigeschossen, weil Xantares ihn mit der Nate holen kann. Xantares noch die 30 holt. Heroic kommt jetzt auf den A-Spot drauf. Oh, Syrson, guck da in die falsche Richtung. Glaube ich, mit einer Smoke gerechnet, nicht damit gerechnet, dass er schon abgezielt wird. Vorteil jetzt also erstmal für Heroic, aber der ist schon wieder passiert. 3 gegen 3 Situation.
Xantaris allerdings noch am Leben. Ah, die 30. Jetzt muss er noch zwei holen und die Bombe defusen, dann ist er zum Held geworden für diese Map. Und wir sehen Vertigo. Aber das wird schwierig, das ist eine harte Situation. Refresh aimt ihn ab. Da kann auch Xantaris nicht viel gegen tun. 15 zu 6. Noch 9 Runden Zeit. Und ich glaube sogar, dass Big das Ding hier eher in Richtung Safe spielen wird, weil ich glaube nicht, dass man es unbedingt riskieren möchte, noch zu viele Runden da abzugeben. Ja, ich denke, da wird auch, wie das Heroic auf Nuke schon vorgemacht hat, vor allem von so einem strukturierten Team von Big, viel gespart werden, möglichst einfach nur geguckt werden, dass man möglichst viele, möglichst gute Fullbys hat. Und da setzt man die Runde an, auch sehr ungewöhnlich, eine Runde verloren, direkt in eine Eco rein. Aber das kann man sich eben mit 10 Runden Vorsprung mal leisten. Kito fällt leider im ersten Duell. Er ist so ein bisschen für mich die Outstanding Deagle bei Big. Also Kito, auch wenn einige im Chat seine FPL-Spiele mitverfolgen in seinem Stream, was er da für Highlights raushaut mit dieser Waffe. Es ist wirklich ein Augenschmaus. Da kann ich nur jedem empfehlen, einfach auch mal bei den Big-Spielern privat im Stream vorbeizuschauen. Also ich weiß auf jeden Fall von Kito, von Xantaris und von Tapsen, dass er streamt. Ich weiß nicht, ob Syrson und Tizian ab und zu auch live gehen. Da müsste der Chat mir mal helfen. Syrson sollte auch ab und zu mal live sein. Von Tizian weiß ich jetzt nicht. Dann schaut auf jeden Fall bei denen vorbei. Da lernt man sehr, sehr viel. Ja, und man kann sicherlich auch sehr viel Staunen mitnehmen, was man denn eigentlich alles in CSGO können kann, wenn dann die Pros auch mal ein bisschen eher vielleicht auf Aim spielen und ein bisschen weniger strukturiert, als man das vielleicht von den typischen Pro-Matches gewöhnt ist. Jetzt bin ich gespannt, ob hier noch ein bisschen was mitgenommen werden kann. Also mehr als Waffen werden nicht drin sein in der Runde. Ja, gut, Jesus, das war stark gemacht. Sehr schöner Headshot. Tizian kriegt noch einen. Syrson mit der P250 hat die schwächste Waffe. Geht Richtung Bombe. Oh Gott. Geht Richtung Bombe. Ninja? Nee, also das wär wild. Einfach ohne Smoke, einfach hinstellen, E drücken, alle weg. Ja, 15 zu 7. Ich komme nicht darüber hinweg, dass du Physik studierst, muss ich ehrlich sagen. Das ist finde das so krass. Meinst du so schlimm? Das jetzt auch nein, das ist nicht schlecht. Ich finde das. Nein, verstehe ich nicht falsch. Ich finde das zutiefst beeindruckend. Ich finde das wirklich. Das ist für mich auf einem Level mit Astronauten, Medizin und Jura. Ich finde das so krass. Eieiei. 15-7. Jetzt schauen wir auf jeden Fall, ob es klappt. Nächste Buyround von Big. Syrson auch wieder an der AWP. Das heißt, man hat sich. Hier, es hat sich rentiert, hier zu sparen. Kito öffnet und kommt sogar nochmal weg. Jetzt versucht er hier nochmal hinterher zu gehen. Aber Kito einfach zu stark, auch mit dem zweiten Headshot dabei. Früher Vorteil für den Big Clan. Ja, sehr, 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 sehr wichtige Runde hier für Big, damit man schnell den Deckel drauf macht, damit Heroic nicht mehr in einen Flow kommt. Jetzt einfach konzentriert. 5 gegen 3 ist ein immenser Vorsprung, den man nutzen kann. Man hat sie ein bisschen isoliert. Es soll B werden. Tizian ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler jetzt. Er muss mindestens einen machen, dann wäre der Retake allein schon mal sehr gut. Wenn er beide macht, ist es natürlich perfekt. So, Tapsen hat, glaube ich, auch noch ein gutes Timing, mit dem er rauskommt. Dann Crossfire-Tapsen mit 2. Es fehlt nur noch Stavon. Es fehlt nur noch einer. Und dann hat sich Big hier den Decider erarbeitet. Und mit was für einer starken Leistung. Sehr, sehr, sehr schön. Starvin 1 gegen 4. Er kriegt nochmal einen Free-Frag gegen Kito. Er kann aber die Bombe eigentlich nicht recovern. Oh. Da wird alles abgeaimt. Syrson, ach nein, der fällt auch noch. Oh Gott, bitte nicht jetzt. Stellt euch einfach auf die Bombe. Brütet das Ding aus. Es ist mir egal, aber wehe, ihr verliert die Runde. Nein, ist jemand klatscht aktuell. Dann Starvin. Hier 10 Frags mehr als der nächstfolgende in seinem Team. 24-18 hat hier schon gezeigt, dass er sehr stark ist. Geht hier sogar noch mal weit in die Apartments zurück, um hier jeglichen Flank auszuschießen. Vor allem entscheidend die Bombe, die ist noch oben. Das heißt, Stavon muss hochspringen und hat damit einen riesigen Nachteil im Duell hier gegen Tapsen. Ja, Stavon Richtung Van. Kriegt vielleicht noch mal die Bombe. Nein, kriegt er nicht. Schön umgezogen. So will ich das sehen. Gemeinsam zusammengespielt. Big gewinnt mit einem starken Mirage. 16-7. Das war overall eine saubere Performance. Eine schöne Vorstellung von Big. Und ich denke, da kann man nichts anderes sagen als GG, well played. Wir sehen DE Vertigo. Ja, wir sehen.